118. Deutsche Traberderby. Und genau in diesem Moment setzt sich der Startwagen in Bewegung, um die 10 Teilnehmer am Eduard Winter 118. Deutschen Traberderby im Finale hinter seinen ausgebreiteten Flügeln aufzunehmen. Die 1 Nui Nui Hugo Langeweg, die 2 Morkevi Arnold Malama, die 3 Duke of Greenwood mit Peter Stropa, die 4 Tiger Woods aus Robin Bakker, die 5 Stanislavski Dominik Lockenö, die 6 Schumacher Heinz Wevering, 7 Aloegen Thomas Pancho, 8 Lord Philipp Michael Mimci und aus der zweiten Reihe die 9 Easy Lover Roland Hülsgert und Startnummer 10 Most Wanted Us mit Michael Schmidt. Und noch 100 Meter bis zum Start. Und das Finale zum Eduard Winter 118. Deutschen Traberderby ist gestartet. Und wie im Vorlauf geht von der Innenkante weg Nui Nui sofort als Schnellster ins Rennen. Aber Tiger Woods ist bereits in zweiter Position. Es geht in den ersten Bogen. Nui Nui in Front mit 2 Längen vor Tiger Woods. Dritte Position vor Morkevia. 4. Shoemaker an der Innenkante folgt dann Hallo Again. Die erste Zwischenzeit 1:09.4. Und Nui Nui führt durch den ersten Bogen. Aber dicht dabei ist außen mal Tiger Woods, es geht zum ersten Mal auf die Tribünen gerade. Tiger Woods an der Seite von Nui Nui. Die beiden schnellsten Vorlaufsieger sind hier in Front. Und jetzt kommt in dritter Spur der Steigefährte von Tiger Woods dazu. Stanislavski muss hier in dritter Spur gehen. Denn innen liegt Morkevia und in der Mitte Shoemaker. Und eine Runde vor dem Ziel steckt jetzt Tiger Woods den Kopf in Front. Stanislavski weiter in dritter Spur. Die zweite Zwischenzeit war 15:0 und es geht in die Trotto-De-Bogen. Tiger Woods an der Spitze, Nui Nui in der zweiten Position. Dicht dahinter sieht man in der Außenspur Shoemaker, innen begleitet von Morkevia. Dann geht an der Innenkante Hallo Again außen Stanislavski vor Easy Lover innen. Duke of Greenwood in zweiter Spur. Am Schluss des Feldes sieht man Lord Philip hinter Most Wanted Us. Die Pferde jetzt auf der Gegengeraden und hier ist weiter Tiger Woods Ass in Front. 16:4 ist die Zwischenzeit. Tiger Woods Ass an der Spitze mit knapp 2 Längen vor Nui Nui. Und ein Fehler von Shoemaker. Shoemaker ist aus der Partie. Und Tiger Woods Ass führt durch die Gegengeraden, liegt mit 2 Längen vorn vor Nui Nui. Stanislavski jetzt in der dritten Position. Aber innen hält Morkevia dagegen. In der Außenspur kann sich jetzt Duke of Greenwood verbessern. Rückt in die vierte Position. Aber vorne scheint sich Tiger Woods zu verabschieden. Liegt bereits mit 4 Längen vorn vor Nui Nui. 1:05.3 ist die Zwischenzeit. Und es geht jetzt auf die Zielgerade. Und Tiger Woods liegt ja weit voraus. Tiger Woods klar vorn. Tiger Woods. Aber jetzt kommt hier noch Stanislavski dazu. Der hat ihn schon mal in Bedrängnis gebracht. Tiger Woods, Stanislavski, außen Duke of Greenwood. An der Innenkante Nui Nui. Aber für Tiger Woods jetzt alles klar. Und die Schlussattacke von Duke of Greenwood und der wird Zweiter. Tiger Woods, Duke of Greenwood, Stanislavski, Nui Nui und Platz 5 für Most Wanted Us. Sieger im Eduard Winter 118. Deutschen Traberderby, die Startnummer 4 Tiger Woods Ass und Robin Bakker. Und der Tiger scheint nichts dagegen zu haben, meine Damen und Herren. Der Trainer, der gibt ihm jetzt die ersten Streicheleinheiten hier. Paul Hagort, meine Damen und Herren, er hat sich seinen Applaus verdient. Der Trainer des Derby-Siegers, Paul Hagort. Wo ist der Fahrer Robin Bakker? Wir wollen den Robin nach vorne haben. Robin, wo bist du? Jetzt musst du kommen. Da ist er, der Derby-Sieger Robin Bakker. Marion Jaust dabei. Wir wollen natürlich auch dem Züchter gratulieren, ganz herzlich. Den Züchter, Herrn Schockemühle, den wir von hier aus natürlich ganz, ganz herzlich gratulieren. Also wieder ein Ass für den Stall Schockemühle.
meine Damen und Herren, so oft hat er mit seinen gezüchteten Pferden das Derby gewonnen. Und das ist einer, von dem viele sagen, das könnte vielleicht mal der Beste werden. Meine Damen und Herren, was ist das für ein Team? Was ist das für ein Triumph? Ein Traum ist wahr geworden. Ja.